Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 22 hier bei Heisenberg Zockt. So, natürlich wieder mit dem lieben Laudi am Start. Hallöchen. Hallöchen. Und wir haben jetzt das letzte Spiel. Ja, wir müssen lachen. Ich habe vorher irgendwas gesagt von wegen, statt Heisenberg Zockt, habe ich gesagt Heisenbergs Team. So bei der Begrüßung. Ja, das gibt's halt manchmal. So, wir stehen ein bisschen an einem, nicht an einem Wendepunkt, aber an einer Kreuzung, habe ich das Gefühl. Jetzt haben wir ein Spiel gewonnen, eins verloren. Das nächste Spiel wird wahrscheinlich wegweisen. In welche Richtung das es geht. Gewinnen wir das, spielen wir wahrscheinlich oben mit, behaupte ich jetzt mal. Verlieren wir das, müssen wir uns wahrscheinlich nach hinten orientieren. Aber bevor wir das machen, haben wir jetzt hier noch das Büro, würde ich sagen. Was mache ich gerade? Ich klicke falsch. So. Was sonst? Was sonst? Büro. Scout Daniel Fuchs hat zu Markus Berg. Was? Oh, guck mal. Oh ja, der ist stark. Aber eben, das ist natürlich eine Konkurrenz für Laudi und Heisi. Nein, keine Konkurrenz, ein Backup. Der 20 um 20 besser ist wie wir. Ja, das ist doch egal. Ja, gut, okay. Soll ich mal gucken? Kann man sich überlegen. Wir haben das Geld noch nicht. Ich stelle ihn mal zurück sozusagen. Ja. Dann haben wir, ist das auch deine neu? Eine Jugendmannschaft, ja. Trainer, Sie finden weiter unten eine Liste von Spielern, die, über die wir weitere Informationen haben. Ach, Jugend, genau. Aha, 51 ja, gesamt mit 15, ja. Sieht gut aus. Starker Fuß links, ZM, ZOM. Kann man behalten. Ja, würde ich auch mal behalten. Den kannst du nicht befördern, der ist erst 15. Mhm. Das geht mit 16. Eben mit 16 geht das, ja. Ist das auch neu? Jawohl. Pierre Kalulu? Nee, den hatten wir schon. Den hatten wir tatsächlich schon. Die kannst du löschen, alle. Aber wir haben hier noch den Spielerchat. Ja. Nicht geklappt hat. Ich glaube, wir können. Ah, jetzt ist er froh, dass er bleibt. Na, das ist ja schön. Na, siehst du. Gut, dann können wir hier wieder rüber und dann machen wir hier mal kurz löschen. Nein, nochmal eins runter. So, das haben wir, glaube ich, auch gelesen. Jawohl. Ja. Falsch. Zack. Nicht. Man hat aber auch viele Tasten. Ich bin mich im PC gewohnt. So, jetzt haben wir hier wieder aufgeräumt. So. Okay, da kriegt er noch eine Antwort, sonst leuchtet es da oben, das brauchen wir nicht. Dann gehen wir zurück. Und dann schauen wir. Als nächstes haben wir ja wahrscheinlich wieder Training. Ja, ist nicht soweit richtig. Sollen wir das mal angehen? Mach. Schaden kann es nicht. Mal gucken, was wir haben. Die erste Übung. Ja. Angriffsszenariusmeister. Kannst du aber draufklicken. Da kannst du auf. Genau. Ja, Moment, muss ich wieder mit der Maus machen? Das spinnt hier wieder. Spielen. Genau. Genau. Die anderen beiden können wir lassen. Machen. Genau. Perfekt. Angriffsszenario Meister, das klingt gut. Also nicht Meister, aber schießen. Angriff. Okay, das klingt tatsächlich auch gut. Einfach Tore schießen. Mhm, genau. Am besten so. Das war den schon Ball mal hervorragend. Nicht verlieren, ne? Sag mal. Da rücken welche nach. Tor. Och! Er stoppt halt den Ball nochmal, das ist ja wohl auch nicht sein Ernst. Ja, Sigi steht ja mal am Tor, das weißt du, ne? Jetzt. Ach, das ist Sigi, ja gut, das erklärt natürlich einiges. Diese Steilpässe, die sind halt, die sind sehr verlockend, aber nicht immer die beste Lösung. Oh, und das ist natürlich jetzt auch wieder schwach. Was war das? Ich habe das vorher gedrückt. Der war klasse, Kollege. Der war super. Ich habe das vorher gedrückt. Du drückst die Renntaste auch viel zu lange immer. Deswegen sind die Spiele auch immer einfach zu platt. Das ist, glaube ich, wirklich eine Krankheit. Ja. Oh, also das ist aber irgendwie, da steht guter Start, seid ihr sicher? Das ist alles Mumpit, wie es so schön heißt. Dann rede ich wieder in den Mann rein, come on. Du spielst gegen deine Ersatzspieler, ne? Das ja, aber die schon. Sind ja stärker als FC Zürich und Zerbe zusammen. Jetzt wollte ich abziehen. Boah, ich glaube, wir müssen die Ersatzspieler mal rannehmen. Oh, boah, schön. Der hätte aber reingekonnt. Ja. Ich habe vorher gedrückt. Gibt's ja echt nicht. Ich drücke nicht mehr, ich lasse es. Ja, klar, und dann... dazu sagen... Sag mal, jetzt spielt es aber wohl ein bisschen. Ich habe nicht gedrückt. So, müssen wir nochmal so machen. Yes. Machen wir das halt alleine, geht fast besser.
Ja, ich sag's doch. Alleine wäre besser. Das ist zu eng dort. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und der, boah, das ist aber Wiederholung. Nee. Kannst du auf Ergebnisse ansehen gehen. Nichts Wiederholung. Genau, Das machen die wir anderen nochmal. hast du ja schon. Das machen wir nochmal später. Die können wir Dann auf. simulieren. Okay, dann können wir alles simulieren. Genau. Ja. Ja, jetzt kann es nur besser werden im Spiel. Also das ist jetzt natürlich wirklich schlecht gewesen. Das gebe ich unumwunden zu. Oh, Transferangebote, jetzt wird's Herrn interessant. Bauer möchten Sie kaufen. 2,6, das ist ein gutes Angebot. Du Brauchen wir planst nicht mit den? dem? Ach so, Nö, ja, das ist ein stimmt. Stürmer. Ja. Nehmen Du wir kannst aber an. auch mehr rausholen, wenn du magst. Aber das hast du jetzt selber, Ja, ist nee, schon ich erledigt. würde sagen, das lassen wir. Den wollen sie auch kaufen, guck mal. Ja, Bauer haben wir Nein. angenommen. Genau, Moment, Den Bennett. Bennett. Ihr spielt halt schon wieder. Was macht der? Zentrales Mittelfeld. 50 Nee. für 105.000? Sagt, sonst geht's euch aber gut. Ja, Nee. wieso? Der ist ja nur 100.000 wert. Ja, aber sollen wir den verkaufen? Ja, das ist eh zu spät. Jetzt habe ich ja eh angenommen. Nee, das ist ja Nee. der Falsche. Ich bin mal falschen. Achso, ja, der Herr Bennett war's. Ja, abgelehnt. Nee, aber wegen 100.000, also da behalte ich lieber den. Und wenn der nur ein Spiel macht, finde ich dann doch wichtiger. Kannst du jetzt Gut. beide löschen. Dann haben wir die. Dann kann es sein, dass wir uns dann mal gleich um den Fastnacht kümmern können. Soll ich mal gucken? Nee, du hast mir Nee? das Geld ja noch nicht. Ja, stimmt, das ist natürlich auch da wahr. Was haben wir als nächstes? Nochmal ein Training. Oh Gott, oh Gott. Was Hast du das denn? nächste Spiel gesehen? Nee? Basel oder Ja, was? nee, St. Gallen. Oh, Derby. Oh Gott, ja, das wird interessant. mach alles simulieren. Okay. Das geht. Geht mit D gut. Ja. FD St. Gallen. Was haben wir hier noch? Jannik Weibel für Oh, 1,8. Eibel. Interessant wird's jetzt. Zentrales Mittelfeld, 70. Wollen wir Das ist das? den wir auch auf rechts eingesetzt haben, der so gut Ja, spielt in letzter das Zeit. ist der, der das Tor geschossen hat da vorher. Ich würde den eher behalten. Was meinst du? Ja, klar. Eben. Ablehnen. Ablehnen. Für 10 Millionen können sie ihn haben. Genau, dann können sie nochmal klopfen. Mal gucken, ob wir aufmachen. Guck mal, St. Tatsächlich. Gallen. Ach, Derby-Zeit. Okay. Pressekonferenz, gerne. Das mache ich immer gerne, so Sachen. Das habe ich wirklich auch bei Ich begrüße Anstoßen Sie zur Hattrick früher immer gern gemacht. Pressekonferenz. Sie können Ihre Fragen dann jetzt stellen. Gegen die Rivalinnen. Rival. Ja, da schüren wir natürlich irgendwie die Rivalität nochmal ein bisschen. Würde ich sagen. Aber so ein bisschen schielt er tatsächlich. Bislang waren sie auf dem Transfermarkt sehr aktiv. Werden vor Ende des Transferfensters noch weitere Spiele verkauft? Müssen nicht unbedingt alle wissen. Machen wir das so. Das will ich jetzt nicht Ja, rumposaunen, also. tiefen Kader, siehst du? Ja. Zuletzt haben sie tolle Leistung gezeigt. Kann das so weitergehen? Nur die Leistung war ja okay. Ja, ich relativiere das. Würde ich vorschlagen. Damit sind wir am Ende der Pressekonferenz. Genau, ja. Ich Trifft dich bedanke gut, mich weil bei heute muss ich allen. jetzt ein Bierchen trinken. Tschüss. Gut, also, St. Gallen, wir kommen. Eieiei, Stillhart, Görtler, Ruiz, Dua, Babic. Ja, die kenne ich natürlich alle. Aber der Torwart ist falsch. Der spielt nämlich bei uns. Den Ziggy, den haben wir da abgekauft. Jo, du kannst ja mal gucken, vielleicht gefällt ja noch einer von St. Gallen, ne? Dass du ihn vielleicht noch verpflichten willst Ja, später. Görtler zum Beispiel, aber der ist, glaube ich, zu teuer, haben wir schon gesehen. Guck Kann das mal, sein? 59, Heisi und Laudi. Oh ja, geht drauf. Ja. Wirst du da auch besser alleine durch Spielen? Also, Ja. wenn du ein gutes Spiel machst, ah, das ist Ja, natürlich cool. natürlich, klar. Das ist natürlich sehr cool. Was wir jetzt auch noch gemacht haben, ist hier bei den Rollen, genau, dass der Iniesta Kapitän ist und er tritt sämtliche Freistöße, ob kurz, lang, oben, Ja. unten, ist egal, er tritt die einfach. So, dann schauen wir mal. FC St. Gallen. Wo spielen wir zu Hause? Ja, Ja, ich das sehe siehst die du an den roten roten Linien. Linien. Wunderbar. Genau. Die roten Sitze.
Perfekt. Da ist er wieder, der Andres. Da sind die Feinde. Nein, St. Gallen. Das ist dein Mund, ja. Genau, nein, St. Gallen ist und bleibt mein Lieblingsverein. Das hat einfach mit Geografie zu tun, weil es halt hier in der Nähe ist. Da ist der Stillhart. Den erkennt man gut an seinem gewagten Oberlippenbart. So, die Fans sind auch in Stimmung. Sehr gut. St. Gallen mit Anstoß. Und dann wollen wir doch mal gucken, ob wir jetzt hier einen Sieg hinkriegen oder ob uns St. Gallen dann eher ein bisschen überlegen ist. Das war schon mal gar nichts. Stört dem mal ein bisschen. So auf die Füße treten und so wäre da eine Idee. Die sind wahrscheinlich jetzt vom Spiel aus noch besonders motiviert, weil du ja eingestellt hast, ja, Rivale. Ne? Genau, das kann natürlich gut sein. Was war das, ein Pass? Oh, Ziggy mit der Hand. Das ist natürlich schlecht, wenn wir so früh schon Glück brauchen. Ja. Das gefällt mir gar nicht. Also lass drauf. Das mal mit dem richtungsweisenden Spiel. Heiliges Radies. Puh. Ja, ohne Ziggy, das wäre... Ja, war wieder stilhart. Also er hat Reflexe, der gute Mann. Also das muss man wirklich sagen. Ja, genau. Ist ein Scherz. Weg damit. Ja, das war... Weg damit. Was war das? Abseits. Oh, ich habe immer ein bisschen Angst, weil das ein Handspiel war. Glück gehabt. So, können wir jetzt auch mal ein bisschen? Ich wäre ganz froh, wenn ihr auch mal ein bisschen. Das war... Aber doch nicht so, heißt war. Aber was war das denn? Warum spielt er den denn dahin? Ich hatte ihn fast. Dann macht er eine Drehung und... Oh, schön gespielt. Hätte er den zurückgelegt, wäre es 1-0. Ja, hätte er müssen. Ich habe so das leise Gefühl, das ist der stärkste Gegner bis jetzt. Ja. So, das offenbart sich relativ früh schon. Mann! Das nervt sowas, Mann. Aber noch steht die 0, komm. Ja. Ich komme nicht irgendwie. Ja, heiliges bisschen. Ziggy ist der meistbeschäftigste Mann auf dem Platz. Ja. Neben dem Bierverkäufer. Okay, also jetzt haben wir aber das ganze Glück für die Saison, glaube ich, schon aufgebraucht. Hauen doch mal raus. Nee, wir müssen mal aufbauen. Die schnüren uns dermaßen ein. Komische Ballverluste am Anfang. Jawohl. Super. Das ist nicht wahr. Da war vorher aber auch noch frei. In dem Moment, wo ich den Pass rüberspiele, ist er gedeckt. Ab, Mensch. Ja, schade, zu steil. Aber immerhin, jetzt können wir uns ein bisschen befreien und haben sogar eine Torchance schon gehabt. Ja, obwohl es eigentlich schon 3-0 stehen müsste für St. Gallen. Ja, das ist wohl wahr. Boah, man hat im Mittelfeld keine Zeit. Schön. Ziggy, mach keinen Käse. Gut, Koller. Die decken aber auch wahnsinnig ja, gut. Ja, und schnell halt wirklich. Das war eine gute Flanke eigentlich. Schön scharf. Heisi. Yes. Jawohl. Unten rein gezimmert. So, das erste Tor von Heisi in dieser Meisterschaft. Und tatsächlich, ja, kommt er gerade noch ein bisschen ins Boxen rein. Ja, schönes Tor. Schön gestoppt und abgeschlossen. Also dafür, dass wir nur eine 59 haben bei Heisi, würde ich sagen, war das dann doch relativ stark. Gut den Ball zurückerkämpft, mit der Brust gestoppt und batz. Sehr schön. Sehr schön. Ja, man kann jetzt natürlich sagen, ich brauche noch ein Thumbnail, das lasse ich noch. So, jetzt kann man natürlich sagen, Glück, aber ja, ich mein Gott, das ist Fußball, da braucht man natürlich auch mal ein bisschen Glück. Ich kann nichts dafür. Das war echt unverdient, ja. Ja, ich kann nichts dafür, dass St. Gallen solche Chancen auslässt. Das darf man natürlich auch nicht übersehen. Oh,
da kommen sie schon wieder. Echt jetzt? Wie die Feuerwehr. Immerhin Prellball. Ja, jetzt müssen wir irgendwie 60 Minuten mauern. Nein, ich hoffe mal nicht. Nee. Das funktioniert auch nicht wirklich. Versuch den ein oder anderen Konter zu fahren. Mhm. Auf jeden Fall. Oh, wie die sich durchkombinieren. Oh, der Ruhe ist da, ist nicht schlecht, der Zehner. Komm, Iniesta, ein bisschen Entlastung. Schön. Das war aber ein Foul eigentlich, ne? Würde ich auch sagen. Ja, immerhin keine Flanke zugelassen. Wir führen immer noch, darf man nicht vergessen. Wenn St. Gallen so spielt, da sind die Meisterschaftskandidat. Nicht so. Was machst du? Ja, die Frage ist halt, wie stark ist St. Gallen wirklich? Das weiß man nach 3 Runden. Ja, das hast du toll gemacht. Das weiß man halt nach 3 Runden tatsächlich noch nicht. Das kann man nicht einschätzen. Schön. Sutter und Heisig. Oh, ein bisschen zu nah war's. Schade. Ja, es ist nicht, dass wir keine Chancen haben, aber es ist immer noch, also dieser Anfang von St. Gallen, da sehen wir Heisig nochmal, zusammen mit Ziggy. Gute Kumpels. Freut mich. Ja, der Anfang, puh, der ist in die Hose gegangen. Definitiv. Oder sagen wir es anders, da war St. Gallen halt einfach sehr, sehr dominierend. Jetzt mal sind noch alle fit, kannst du alle da lassen erstmal. Genau, jetzt mal gucken, wie wir das hier in der zweiten Halbzeit hinkriegen. Ja, Andres, das war nix. Das liegt aber an meiner Steuerung, nicht an Andres. Ich möchte keine schlechten Worte über Herrn Iniesta hören. Oh, 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 gut, schön. Schön, schön rausgespielt. Wunderbar. Och, guck mal. Jetzt flach rein. Oder jetzt. Ja, Nauni. No, oh. Nauni. Ja, ein bisschen zu hoch. Oh, da hast du dir, glaube ich, da hast du dir die Rübe noch gestoßen. Aber da muss man fairerweise sagen, das war auch nicht ganz einfach. Also so aus vollem Lauf. Ja gut, du bist irgendwie da noch gegengeknallt. Hoffentlich ist noch alles heile. Was haben wir für einen Tag? Wie heißt du? Das sind so die typischen Fragen nach sowas, wenn einer irgendwie sich die Rübe stößt. Oh, schade. Der Angriff war cool. Aber wie gesagt, also das ist schwierig. Oh, jetzt stottert es gerade irgendwie. Jetzt geht's wieder. Ja. Ist ein Scherz. Das Spiel ist ja neu und es ist nicht frei von Bugs. Das ist ja leider so. Oh, schön befreit. Oh, Iniesta hat sich verletzt. Wird schlimm, der kann noch spielen. Oh, jetzt stottert's wieder. Wie soll ich denn spielen, Jungs, wenn es hier stottert, macht und tut? Was hat denn das Spiel? Ist nicht so, dass wenn Iniesta jetzt weiterspielt, dass er sich ganz übel verletzen kann, weil er halt schon angeschlagen ist? Kann, muss aber nicht. Und auf den kannst du eigentlich nicht verzichten, das geht nicht. Oh, jetzt stottert schon wieder. Was war das? Ja, Iniesta nehmen wir doch. Ich nehme ihn raus. Was war das? Ein Abseits oder was? Habt ihr. Ach, da läuft er. Schön. Ah. Kein Abseits. Weibel? No. Nein. No, nein! Och. Nein! Nauni. Come on! Oh, was für eine Chance! Das muss ein Tor sein! Ach, es ist aber halt, wir haben einfach Pech. Im letzten Spiel 3-mal Aluminium. Dann prallt er, dann hüpft ihm der Ball wieder vom Fuß. Es ist. Boah, da war eine vorbeigegangen. Nicht alles geht, nicht alles funktioniert. Oh, 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 oh. Schön. Sutter. Boah, super. Kampf. Oh, ist doch kein Foul. Oh, nö. Jetzt gibt's noch eine Karte. Nee, gibt's, glaube ich, tatsächlich nicht. Nee, hat's nicht gegeben. Glück gehabt.
Wobei, also. Das war klar Ball gespielt. Ja, sie würde eben auch sagen, das war eigentlich kein Foul. Schön. Oh, super. Ach. Da fehlt wieder irgendwie ein Millimeter. Ragic, sehr gut. Ja, leider wieder zum Gegner. Oh je, wird das der Duselsieg, das da. Oh, schön. Ja, wohin denn? Okay, wenn es so gewollt war, bitteschön, ja. Heisi. Im Leben nicht. Yes! Doch, oh. War so gewollt, aber ich hätte nicht gedacht, dass Upside. Es klappt. Schade. Das war abseits. Schade, ich hätte nicht gedacht, dass ich so durchkomme. Ich habe es jetzt aber mal versucht. Das wäre das zweite Tor vom Heisenberg gewesen. Ja. Genau dem Gegner vor die Füße. 4 Minuten noch. Kommt noch mal eine Entlastung. Da kommt ja sogar das 2-0. Kommt hier das 2-0? Ja, nein. Schlecht. Statt dass ich irgendwie... Oh, Madre. Oh je, Görtler. Oh je. Ja. Wow. So kann er weitermachen. Kein Problem. Ich glaube, wir gewinnen das Ding tatsächlich. Glücklich 1-0, aber. Mehr als glücklich. Unverdient sogar. Oh ne, ich rutsche nicht nochmal. Wenn ich dann nochmal eine Karte kriege, da ist es durch. Ja. Wow. Ich würde sagen, so wie wir das letzte Spiel verloren haben. Eher unglücklich, aber jetzt hat wirklich glücklich gewonnen. Aber St. Gallen hatte eigentlich nur die ersten 5-6 Minuten. Danach war es ausgeglichen, würde ich behaupten. Ja, ist auch egal, Ende der Saison interessiert das kein Mensch mehr. Heisi, das ist nicht Heisi, das ist was anderes. Irgendein anderer. Die Fans sind auch froh, sauber, das gefällt mir natürlich. Ich würde mal sagen, da gehen wir doch glatt. Herr Iniesta, zufrieden? Er hat sich ein bisschen verletzt, ich hoffe, das war nichts Schlimmes. Jetzt gehen wir natürlich noch zur Pressekonferenz. Ja. Das macht man gerne, wenn man 1-0 gewonnen hat, weil dann geht die Richtung wahrscheinlich doch eher so in die obere Hälfte. Das kann natürlich auch Platz 6 sein, aber einfach eher danke, nach oben. Direkt nach dem Spielende für ein paar Fragen. Ja, machen wir gern. Ihre Fragen? Oh ja, für was? 5 Tage? Ja, das geht dann. Jetzt habe ich gedacht, 5 Wochen. So, ganz klar, dass wir da dem Herrn Iniesta natürlich alles Gute wünschen. Glückwunsch zum heutigen Sieg. Im nächsten Spiel müsst ihr wieder dabei sein. Ja. Sind Sie mit der zweiten Spielhälfte zufrieden? Nee. Ist durch. Wir haben den Sieg geholt, das interessiert eigentlich nicht mehr. Heisenberg FC hat zwar gewonnen, aber es war eng. Ja, hatten Sie Sorgen, der Gegner könnte nochmal rankommen? Ja, würde ich auch holen. Ja. Klar, das hätte in beide Richtungen kippen können. Wir waren nah am 2-0 mit dem Offside-Tor, aber St. Gallen hat natürlich auch, das war's auch schon. Vielen Dank. Durchaus seine eine oder andere Chance auch noch gehabt. Mhm. Was ist das bloß für ein cooles Spiel? Das macht echt, oh, hier. Macht echt Spaß. Positionswechsel beim Herr Weibel. Den können wir jetzt offiziell zum rechten Mittelfeldspieler machen. Ah, okay. Wir sind immer noch auf der 4 allerdings. Oh, IBE halt mit 3 Siegen. Und Lausanne auch stark, tatsächlich. Oh. Und Servet auch mit 6 Punkten. Ja, aber wir sind eher in der oberen Hälfte. Das passt doch. Gehen wir noch schnell ins Büro. Ah. Problem selbst beheben, Änderung speichern. Achso, ich würde sagen, soll man automatisch das setzen? Nee, das ist machen wir selber. Ja, okay. Gut. Ich lasse den jetzt aber mal drehen. Weil 5 Tage, das müsste ja eigentlich passen. Das kann ich hier wieder mit dem Dingens nicht mehr. Schulterprellung, ah ja. Aua. Jannik Weibel. Ja, den wirst du zum RM jetzt machen. Du weißt, wie es geht. Entwicklungsplan. Jawohl. Und siehst du oben? RM ist er schon. Nein, nee. Er ist ZM. Aha, Position, genau. Nee, das war wieder falsch. Das war der hier. Genau, perfekt. Und jetzt kannst du noch...
Was wollen wir? Rechtes Mittelfeld? Nee, Blödsinn. ZM wollen wir. Nee, was wollen wir mit dem? Was machst du denn schon wieder? Ich bin immer noch geflasht von meinem Sieg. Hilf mir. du hast recht, der Mittelfeld. Mach ihn zum Allrounder. Allrounder. Ja, ja, das klingt eigentlich immer gut. Jetzt gehst du nochmal bitte auf Position RT. Jetzt? Nochmal? Hier? Nee, komm, lag hier raus. Nee, warte, ich geh nochmal. So, der hier? Nee, der hat doch jetzt RM, oder nicht? Ja, hat er. Ist nur noch nicht oben. Ja, soll ich einstellen? Wenn ich schon gerade da bin? Okay. Ja. Macht. Nee, jetzt drückst du Y. Oben steht's doch. Ja. Zack. Jetzt haben wir auf RM, siehst du, jetzt 70, klappt das. Sehr gut, dann haben wir dort jetzt auch einen starken. Das gefällt mir. Jawohl. Verkauft haben wir den ja nicht, da hätten wir ein Angebot gehabt. Aber wir verkaufen jetzt nicht alle, weil es ist einfach auch definitiv wichtig. Bauer ist verkauft. Sorry? 3,4 Millionen hast du. Bauer verkauft, tatsächlich. Ja, sehr gut. Ja, Weibel, das hatten wir schon. Ja, guck mal, hinten steht immer das Datum dran. Ja, stehen. Okay, löschen. Kannst auch löschen. Auch löschen. Dann gehen wir da raus. Ja, gut. Dann haben wir das. Ja. 3,4 Millionen. Ja, sauber. Passt. Damit können wir natürlich auch arbeiten. Das ist natürlich auch sehr nett. Yes. Ja, gut. Dann muchas gracias an den Herrn Laudi. Einmal mehr für die tatkräftige Unterstützung. Jawohl. Euch besten Dank fürs Zusehen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Das war jetzt tatsächlich halt ein sehr knapper Sieg, aber ein 1-0 gibt halt auch 3 Punkte. Das ist nun mal einfach so. Und es werden andere Spiele folgen. Mit Sicherheit welche, wo wir wahrscheinlich untergehen. Basel, MB, keine Ahnung. Und andere, wo wir vielleicht sogar mal wieder ein bisschen höher gewinnen und dann Heisi und Laudi mal wieder ein paar Tore schießen können. Eins hat ja der Heisi heute gemacht, der Laudi hat schon 2, also so schlecht ist es nicht nach 3 Spielen. Gut, dann danke euch fürs Zusehen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.